es ist eine super Zusammenarbeit, das kann ich wirklich so sagen. Wir sind sehr glücklich. Ja. Also unsere Arbeitsgruppe interessiert sich für die Entwicklung von Strukturen im Universum. Das heißt, wir wollen verstehen, wie Galaxien entstehen, wie Haufen von Galaxien und große Löcher in der Anordnung von Galaxien entstehen. Und die Idee ist, dass wir mit diesem Radioteleskop sehr große und genaue Karten von der Anordnung von Galaxien im Universum bekommen können und dass wir aufgrund dieser Daten dann Rückschlüsse über die Entwicklung des Universums ziehen können. Sehr kurz nach dem Urknall, auf astronomischen Zeitskalen, bevor es irgendeine Struktur im Universum gab, bevor es irgendeinen Stern gab, bestand das Universum im Grunde nur aus neutralem Wasserstoff. Es gab kein Licht, deswegen nennt man diese Epoche auch die dunkle Epoche des Universums. Von der weiß man nichts, weil eben von dort kein Licht kommt. Die einzige Strahlung, die von dem kommt, ist eine sehr schwache Strahlung, die der neutrale Wasserstoff an sich aussendet. Und diese Strahlung kann man hiermit messen. Die kommt nämlich hier an, genau in den Frequenzbereich, in dem wir messen. Also die Idee ist, dass wir sehr einfache Antennen haben. Insgesamt gibt es über ganz Europa verteilt ungefähr 100.000 solcher Antennen. Die Anlage ist so aufgebaut, wir stehen jetzt hier in den LBA-Antennen, heißen die, das heißt Low-Band-Antennas. Diese Antennen nehmen niedrige Frequenzen auf, das heißt zwischen 100 und 80 MHz. Im Hintergrund gibt es diese schwarzen Kästen. Das sind die sogenannten High-Band-Antennen. Von jeder der Antennen führt ein Koaxialkabel in einen Elektronikcontainer. In dem Elektronikcontainer werden die Signale verstärkt und digitalisiert. Und mit einer Rubidium-Uhr, die auch im Container steht, kriegen die einen genauen Zeitstempel. Also die Signale sind auf 10 Nanosekunden genau bekannt im Vergleich zu den anderen Stationen, wann sie hier ankommen. Die Stationen werden über GPS synchronisiert. Und dann wird dieses Signal mit einem Glasfaserkabel über das Forschungszentrum Jülich nach Groningen geleitet, wo unser Großrechner steht, also der Großrechner von LOFA, der dann die Bilder macht. Wir haben hier eine Datenrate von ungefähr 3 Gigabit pro Sekunde, die aus der Station hinauslaufen. Jede LOFA-Station liefert diese Datenmenge. Insgesamt hat LOFA in der Zwischenzeit ungefähr 15 Petabyte an Daten gesammelt. Das ist so viel wie in der gesamten Astronomie bis vor wenigen Jahren insgesamt beobachtet wurde. Die meisten nutzen LOFA als ein großes Gesamtpaket. Wir nutzen normalerweise so eine einzelne Station wie das Norderstedt-Station zum Beispiel. Und damit beobachten wir Pulsaren. Das sind unglaublich dichte, schwere Objekte. Die sind ungefähr so groß als eine Stadt, so wie Bielefeld. Und die drehen so schnell wie ein Küchenmixer. Also das ist ziemlich wahnsinnig. Und außerdem geben die Pulsen so etwas wie ein kosmisches Leuchtturm. Und durch die Messung des Ankunftszeites dieser Pulsen kann man Sachen messen, so wie die Elektronendichte ins All und wie die Relativitätstheorie zum Beispiel. Das LOFA-Projekt hat für die Physik, aber auch für die ganze Uni Bielefeld eine ganz große Bedeutung. Spielt eine wichtige Rolle bei der Internationalisierung der Uni, weil wir nicht nur mit starken nationalen Partnern wie der Uni Hamburg oder der Max-Planck-Gesellschaft kooperieren, sondern eben auch in diesem Fall mit einem sehr starken Partner in den Niederlanden.